diese Woche hat die Pressefreiheit in Hongkong einen weiteren sehr schweren Schlag erlitten. Gestern ist in Hongkong die letzte Ausgabe der Zeitung Apple Daily erschienen. Apple Daily war eine der wenigen Hongkonger Medien, eines der wenigen Hongkonger Medien, die es noch gewagt haben, das chinesische Regime offen zu kritisieren. Apple Daily hat ausführlich auch über die prodemokratischen Proteste im Jahr 2019 berichtet. Apple Daily geriet wegen angeblicher Verstöße gegen das 2020 von Peking aufgezwungene sogenannte Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden. Es erlaubt dem chinesischen Regime unter dem Anschein der Legalität alles zu unterdrücken, was es als Terrorismus, Abspaltung, Untergrabung der Staatsgewalt und ausländische Einmischung betrachtet. Reporter ohne Grenzen kritisiert dieses Sicherheitsgesetz nicht erst heute, sondern schon im vergangenen Jahr aufs Schärfste. Denn für Journalistinnen und Journalisten ist es besonders gefährlich. Der Apple Daily Gründer Jimmy Lai wurde unter diesem Gesetz angeklagt und Jimmy Lai muss nun mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Sehr geehrter Herr Botschafter Wu Ken, der Sie hier hinter uns sitzen, Kritik an diesem Sicherheitsgesetz ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, so wie das die Regierung des Landes, so wie es die Kommunistische Partei Ihres Landes, das Sie hier vertreten, immer wieder behaupten. Kritik an diesem Gesetz ist die Verteidigung des Menschenrechts auf Pressefreiheit. Und dieses Menschenrecht auf Pressefreiheit greift die Regierung, die Sie hier in Berlin, sehr geehrter Herr Botschafter Wu Ken, vertreten, systematisch immer wieder an. Außerdem können auch Medienschaffende, Journalistinnen und Journalisten im Ausland, die über Hongkong berichten, laut Artikel 38 des Sicherheitsgesetzes mit dem Gesetz konfrontiert werden. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden nicht schweigen. Genauso wie die Journalistinnen und Journalisten, die hier immer wieder unabhängig, kritisch über die Entwicklung in Ihrem Land, in Hongkong berichten und die Sie auch immer wieder kritisieren, weil Sie Ihre Arbeit machen. Und das ist richtig, dass Sie Ihre Arbeit machen und kritisch über die Entwicklung berichten. Wir richten heute hier vor der chinesischen Botschaft in Berlin, aber unsere Kollegen und Kollegen in Paris genauso, wo wir eine ähnliche Aktion heute organisieren, eine Beerdigung organisieren. Denn wenn die internationale Gemeinschaft nicht mit größter Entschlossenheit auf die Entwicklungen in Hongkong reagiert, wird das Präsident Xi Jinping zeigen, dass er die Pressefreiheit in Hongkong völlig ungestraft auslöschen kann, so wie er es bereits fast in Festlandchina geschafft hat. Aber das lassen wir nicht zu. Apple Daily war ein Symbol der Pressefreiheit in Hongkong. Und auch wenn wir die Zeitung mit unserer Aktion heute hier symbolisch begraben, wollen wir Xi Jinping und den Behörden Hongkongs nicht den Gefallen tun und die Pressefreiheit vor Ort für tot erklären. Immer noch arbeiten dort mutige Journalistinnen und Journalisten und Medien. Wir von Reporter ohne Grenzen und alle, die heute hier sind, wollen Ihnen hier in Berlin und in Paris den Rücken stärken und zeigen, dass wir sehr genau hinschauen. Und wir werden keine Ruhe geben. Wir werden weiter protestieren, bis Jimmy Lai, seine Kolleginnen und Kollegen und alle in Festlandchina zu Unrecht wegen ihrer Arbeit inhaftierten Medienschaffenden frei sind. Deswegen sagen wir hier ganz deutlich, keine Freiheit ohne Pressefreiheit,
in Hongkong, in China und überall. Journalismus ist kein Verbrechen, wird es nie sein. Aber wie? So hat es lang, ne? Ja.